Hallihallo, ihr Lieben. Happy Halloween. Es ist soweit. Bei uns stehen schon die Kürbisse. Ich muss mal gucken. Ich habe noch nie ein Video geschnitten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich versuche euch mal ein Bild rein zu switchen. Für ein paar Minütchen oder Sekündchen, dass ihr mal sieht, wie es bei uns aussieht. Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei euch aussieht. Vielleicht habt ihr auch Lust, unten mal was reinzustellen. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ja, dann wollen wir mal auf in den November, würde ich sagen. Halloween ist rum. Ihr seht, es hat sich noch ein bisschen was getan. In den Lebensmitteln habe ich aber tatsächlich nichts mehr eingespart. Da war jetzt gar nichts mehr und ich weiß auch nicht, ob wir eins von diesen Zielen hier erreicht haben. Ich hatte tatsächlich auch noch mal in Haushalt eingezahlt. Da war auf jeden Fall voll. Das habe ich nur vergessen zu markieren. Aber jetzt wird auch kein Maker da. So, bei mir hat sich etwas geändert und ich weiß gar nicht, wie ich es euch jetzt am geschicktesten zeige, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. So, jetzt läuft. Genau. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe mir so einen Planer geholt, einen digitalen Planer, weil wir gewisse Sachen einfach kontinuierlich immer gleich haben. Wir waren jetzt gestern auf dem Flohmarkt, habe ich mir jetzt reingeschrieben, was wir noch nicht eingetragen haben. Oh, ich höre gerade, er quält die Katze. Ich muss mal ganz kurz, was heißt quält? Er trägt ihn raus. Ich muss mal ganz kurz nach meinem Sohn gucken. Entschuldigung. So, Entschuldigung. Musste gerade mal schauen. Er schnappt immer die Katze ganz komisch unter den Armen und das mag sie gar nicht. Dann muss ich immer die Katze erstmal retten. So, ich hatte im Oktober hier nochmal das eingetragen, weil bei den Kindern hatte ich das nicht nachgetragen. Ich habe dem Titus tatsächlich einen Koffer gekauft noch für den Urlaub. Quasi. Und deswegen hatte ich das jetzt nochmal hier bei Ausgaben mit reingeschrieben. Also es gibt bei diesem Träger gibt es tatsächlich nur diese vier Felder. Und zwar gibt es Einkommen, Rechnungen, dann Ersparnisse und eben die Ausgaben. Dann gibt es eine Finanzübersicht. Ich habe es jetzt auch tatsächlich, wo du dann so für das ganze Jahr reinschreiben kannst, okay, ich hatte im Januar so viel Einkommen, ich hatte so viele Ersparnisse, dass du einfach nur mal siehst, was das ist. Und es gibt noch mal, was ganz lustig ist, einen Spartracker. Moment, da muss mal ein Stückchen. Das sind Projekte. Moment, wo ist der Spartracker? Das ist ganz lustig, das ist wie so ein Spartopf. Wir gehen nochmal drauf. Ach, ich lerne es doch auch nie. Es gibt ja einen rechts und einen links. Man muss einfach rüber scrollen. Also wie ihr seht, ich habe es noch nicht ganz so drauf. Ein Spartracker, den man dann eben irgendwann hier, ich spare für. Und dann kann man hier anfangen und kann einsparen und dann den Betrag reinschreiben. Notiz und Summe finde ich ganz süß gemacht. Weiß aber noch nicht, wie man diese Blätter vervielfältigt oder bearbeitet. Ich bin noch nicht, wie ihr seht, gerade so auf dem riesenlaufenden Stand. Ich wollte in diesem Programm für mich einfach erfassen, mal grob meine Ausgaben, was ich ausgegeben habe, was ich eingenommen habe, was ich ungefähr kalkuliert habe. Es lebt bei mir sehr lang, weil es ein ganz, ganz einfaches, schlichtes ist. Und ich wollte mir einfach von der Seitenzahl her dieses Feld, was relativ konstant bleibt, solange es sich nicht verändert, eingeben, damit man da einfach ein bisschen spart. Und hier, das sind ja die Stuffing-Kosten, die wir ja bei den Spielen dann immer abgleichen. Die verändern sich natürlich ein bisschen, aber auch die könnte man mal gucken, ob ich die damit reintrage oder nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich dann mal schauen mit euch, so dass wir hier dann überwiegend wie ein Spielbuch quasi noch haben für die restlichen Seiten, weil wir haben auch nicht mehr so viele Seiten. Und ich finde es schade, wenn das ja nicht so ist. So, dann gehen wir mal auf den Finanzplaner, auf die Finanzen. So, wir löschen jetzt mal hier dieses Oktober raus. Habe ich das jetzt komplett gelöscht oder habe ich jetzt nur mich in den Oktober geswitcht? Nein, ich habe mich nur in den Oktober geswitcht. Alles klar, das muss ich noch üben. Ha, hier. Jetzt habe ich das, jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich denn hier löschen? Radierer.
Und hat schon radiert? Nein. Okay. Dann muss ich das anders da machen. Moment, hier Radierung hiermit. Großer Punkt. Den Textmarker kann ich anscheinend nicht wegradieren. Gut, dann habe ich wieder was dazugelernt. Aber vielleicht kann ich ihn verschieben, wenn ich auf den Textmarker selber gehe. Ja, das geht. So, wir schieben ihn auf den November rüber. Na, ihr seht schon, ich bin noch nicht so affin mit dem Programm. Ich habe mir das tatsächlich auch erst geholt. Aber ich wollte mir da tatsächlich ein bisschen Papier besparen, was das angeht. Na. So. Jetzt kann man das, glaube ich, aber auch löschen. Ich muss nur noch gucken, wie. Zum Teil lesen. Nee, lesen wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht. Müssen wir nochmal da drauf schreiben. Mal da drauf. Jetzt kann ich es löschen. Ha. Nee, macht er nicht. Wieso löscht er mir das nicht? Kann mir jemand helfen? Hat denn jemand von euch schon einen digitalen Planer? Könnt ihr mir helfen? Es gibt Leute, die sind da super fett. Ihr könnt jetzt sehen, wie ich damit hantiere und es nicht schaffe. Okay, kümmern wir uns erstmal später darum. Stopp, Katze, nicht hierher kommen. So, gehen wir erstmal hierher. So, und zwar die Quelle der Einnahme. So, beginnen wir einmal mit unserem Unterhalt. So, einfach, ich schreibe es jetzt mal rein. Wir haben hier den Betrag. Das heißt, wir müssen auch hier die Summe reinschreiben wieder. Und zwar haben wir hier 487 Euro. Ich mache jetzt, damit alles gleich ist, Komma 00 und tippe tatsächlich die Euro mit ein, weil das finde ich jetzt sehr schön dann. Das sieht nämlich dann ordentlich aus. Wir können das jetzt einfach hier hinschieben. Und zwar bildet sich dann, seht ihr das? Habt ihr diese Linie gesehen? Dann steht das gerade drin. Dann sieht es ordentlich aus. Wir können auch den Unterhalt ein bisschen rüberschieben. So, da sehen wir auch wieder diesen Mittelstrich. Das war nicht so geschickt. Es gibt so tolle Stifte und so einen hätte ich gerne, aber ich habe noch keinen gekauft, weil ich mich nicht traue, weil ich Angst habe, dass der mit dem Tablet nicht funktioniert, weil es eben so ein ganz günstiges ist. Aber irgendwann möchte ich so eins haben. Da werde ich auch noch drauf hinsparen. So, dann Kindergeld. Kindergeld kommt auch hier rein. Nur wo ist es hingelandet? Nirgendwo. Nochmal von vorne. Angeblich speichert er das selber. Was ich sehr cool finde. Jetzt, da ist es. So, unser Kindergeld. Und ihr werdet lachen. Ich kann hier immer noch mit Washis arbeiten und mit Sticker. Das werden wir natürlich auch machen. Wir wollen die natürlich dann auch wieder verschönern. Hier, was auch sehr schön ist, kann ich immer eintragen, wann das Ganze kommt. Es kommt ja immer zur gleichen Zeit. Und zwar, oh je, jetzt haben wir hier riesen Krach außenrum. Ich glaube, ich muss mal Pause machen. Ja, das wird jetzt nicht besser werden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, dann kann man hier das Datum eintragen. Und zwar tippt man hier auf das Datum, tippt das hier an und schiebt sich das dann erstmal hier rein. In diese Liste. Dann kann man natürlich noch bearbeiten, in welcher Form. So funktioniert es nicht. Dann schiebt man es wieder rüber. Oder auch nicht. Also irgendwie stelle ich mich jetzt gerade ein bisschen doof an. Ich habe es kopiert. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Mach mal kurz zu. So. Das muss man erstmal wieder größer machen. Dieser Stift fehlt wirklich. Das dauert einen Moment, bis es scharf ist. So, jetzt seht ihr es, ne? Jetzt ist es wieder scharf. So, jetzt haben wir natürlich das falsche Datum drin. Das heißt, wir müssen das erstmal bearbeiten. Natürlich kommt das erst im November. Entschuldigt den Lärm außenrum. So, es kommt normalerweise immer am 11. und 12. So, jetzt ist der 11. und der 12. im November, aber ein Samstag und ein Sonntag. Das heißt,
Es kommt erst am 13. und 14. So, einmal den 13.11. Und hier haben wir dann den 14.11. Einfach zack, 14.11. So. Dann haben wir das schon mal dran. Dann gehen wir jetzt mal auf Ansicht und schauen uns das Ganze an. Jetzt fehlt uns hier hinten. Oh, jetzt muss ich das erstmal hier ein bisschen kleiner machen. So. Dann fehlt uns im hinteren Teil, fehlt uns jetzt noch der Betrag. Jetzt schmeißt es mich gerade raus. Ganz toll. Das zeige ich euch gleich. Ich lade es gerade nochmal neu hoch. So, wie ihr sehen könnt, es lädt immer noch. Irgendwie funktioniert das nicht. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich weitermachen. Ich lege es jetzt einfach zur Seite. Wenn es wieder funktioniert, dann schauen wir mal. Wahrscheinlich ist es auch komplett abgestürzt. Bei uns ist draußen ein bisschen schlechtes Wetter. Vielleicht mag er das nicht. Oder es ist die Botschaft, bleib bei den alten Sachen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich das Stück, wie gesagt, hier einmal komplett nach drüben übertragen und auch die Zeit, wann es eben reinkommt. Sollte das jetzt nicht funktionieren, ich habe euch das gezeigt, wie ich das machen möchte. Und dann kann man das nochmal so übertragen, einfach nochmal in die Spalte. So, ach, jetzt scheint er sich doch gefangen zu haben. Dann können wir doch nochmal schauen, ob er wirklich mitmacht. Wie nennt er sich nochmal? Der digital universale Planer oder so. Also ich fand ihn jetzt ganz cool. Aber ihr seht, ich habe wirklich Schwierigkeiten. Und dieses automatische Laden scheint auch nicht zu funktionieren, weil er hat mir das jetzt alles rausgelöscht. Was ich sehr sonderbar finde, weil angeblich sollte er das laden. Also gut, dann sage ich euch jetzt, was ich mache. Ich werde hier in Einkommen einmal den Betrag hier eintragen, wie ich es gemacht hatte, werde den Gesamtbetrag hier unten reinschreiben. Dann werde ich hier bei Rechnungen, werde ich das hier alles eintragen. Sollten die Spalten nicht reichen, so wie es aussieht, müssen wir mal gucken. Man kann diese Spalten irgendwie kopieren. Ich weiß aber noch nicht wie. Und es gibt auch, was habe ich denn jetzt gemacht? Hier oben kann man zurückgehen. So, es gibt auch die Möglichkeit, dass man wie so eine Haftnotiz in der Form noch mit anheften kann. Also das ist nicht das Problem daran. Ich bin auf irgendwas drauf, was Striche macht. Daran sollte es nicht scheitern. Genau. Dann Ersparnisse. Da würde ich tatsächlich mit euch gerne eintragen, dann was in dem Monat gespart wurde. Das wäre jetzt hier in dem Oktober. Stimmt, man müsste rein theoretisch jetzt für November ja eine neue Spalte anlegen. Genau. Und werde nochmal das, was jetzt hier zum Beispiel eingetragen ist, wie der Koffer, werde ich natürlich nochmal übertragen in meine Binder, wenn ich es noch nicht gemacht hatte. Also da schreibe ich mir jetzt immer rein, wenn ich Sachen hole, wie jetzt hier auf dem Flohmarkt für 30 Euro, diesen Kinderkoffer, da kriegt man ja keinen Beleg. Ne? Und das notiert man sich ja eigentlich auch so sonst nicht. Und deswegen habe ich mir das jetzt reingeschrieben, dass ich es nicht vergesse. So, interessant ist natürlich jetzt der Betrag, was wir erspart haben. Das ist natürlich jetzt interessant für uns, was dann im Endeffekt hier unten rauskommt bei uns. Genau, dann haben wir hier, sehe ich gerade, monatlicher Finanzbericht. Genau. Und das geht dann so ein paar Mal hin und her und das ist immer das Gleiche. Und dann kann man sich nämlich diesen gesparten Betrag übertragen. Man kann eben den Betrag übertragen, den man ausgegeben hat. Uah, das wollte ich jetzt auch wieder nicht. Jetzt habe ich mich rausgeschmissen. Ihr seht, ich bin noch nicht fit. Ich werde das Ganze ein bisschen in Ruhe noch bearbeiten. Ich denke, die nächsten paar Mal bin ich da fitter. So, das wollte ich euch nur sagen, dass ihr euch jetzt nicht wundert, wenn ich jetzt hier anders da starte, wie ich es sonst mache. Aber ich habe schon einen Washi. Ich habe noch einen Rest von einem Halloween-Washi. Den würde ich gerne aufbrauchen. Und das machen wir natürlich auch. Ich habe sonst auch noch ganz lustige bunte Washis hier rumliegen. Ta-da-da-da. Schaut mal, ist auch süß, ne? Mit Sternchen und so. Genau. Schere.
Sieht schlecht aus heute. Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet. Deswegen nehme ich noch eine Zange. Geht auch. So. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns mal so ein Draufschreiben unseres Monats was Schönes aus. Ich habe hier noch ein paar Buchstaben gesehen. Ich will nur mal gerade mal gucken, wo die sind. Ach, da. Oh, was ist das? Ah, ein Kritzer. Tun wir mal wieder rein. Damit könnten wir doch mal den November gestalten. Mal aufmachen hier. Jetzt habe ich noch nagelneu verpackt hier. Und deswegen wird der November jetzt ein bisschen anders da gestaltet, weil ich mir das eben geleistet habe und mich gedacht habe, ich finde das gut. Das probiere ich mal aus. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem dieses im Handschriftlichen doch noch beibehalten. So. Ach, im Übrigen glaube ich weiß jetzt, woran es lag, dass wir so schlechte Tonqualität haben. November. Jetzt muss ich mich jetzt mal kurz konzentrieren. Ich kann nicht schreiben und reden, das wisst ihr ja. Noch ein E. Und ein R. November. Es lag daran, dass ich die Hülle drum hatte. Und dadurch, dass die Hülle eben drum ist, kann ich tatsächlich. Ist das mein Knie oder was ist denn das hier? Ich überlege gerade, was das sein soll. Nee, mein Knie ist das nicht. Ah, mein Kuli. November, was wollte ich jetzt sagen? Ach nee, es liegt daran, genau, dass die Tonqualität so schlecht war, weil die Hülle quasi diesen Sound geschluckt hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das nicht funktioniert. Ja, man lernt ja nie aus, ne? Ich habe aber jetzt nichtsdestotrotz trotzdem mal Mikrofone bestellt, weil es ja auch keine Dauerlösung ist, dass es nicht funktioniert hat. Oh ja. Sehr schön. So, Einnahmen, Ausgaben, nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich unser Stuffing für den November und wir brauchen hier noch ein bisschen was zu kleben. Was haben wir denn im November? Ja, so Fußball passt ja eigentlich nicht wirklich, aber ich habe es gezogen. Wir nehmen es, ihr kennt das Spiel. Ich versuche mal hier wieder ein bisschen stapelweise die Sachen loszuwerden. Wir machen mal so ein richtig kunterbuntes chaotisches Portfolio. Jetzt kommen schon diese Weihnachtsmotive, die hatte ich letztes Jahr für die Kinderkirche. Da haben wir was gebastelt. Das ist doch mal lustig. Also Stranger geht's bald nicht mehr. Glaube ich. Oder gehört nicht mehr viel dazu, dann kriegt man selten so zu sehen. So, jetzt ist es natürlich das, wo wir den Mindeststand brauchen, benötigen, haben wollen, wie auch immer, müssen wir natürlich rausfinden. Jetzt hatte ich tatsächlich gedacht, ich habe mir hier in der Tasche mein Lebensmittel hingelegt. Aber ich sehe gerade, dass ich das nur gedacht habe. Also heute ist echt ein rotes Shirt. Also in der Form hatte ich es jetzt auch noch nicht. Okay, dann lass uns erst einmal das Restaurant und solche Sachen machen. Lebensmittel können wir einfach erstmal hinschreiben. Und übernehmen das dann gleich. Ich schreibe da jetzt auch gar nichts dazu, weil es mir ja eigentlich klar ist. Ich denke euch, es ist auch einigermaßen klar. Wir brauchen nur 1, 2, 3, 4 von den Streifen noch. Mit wie vielen Feldern? Moment. 1, 2, 3, 4, 5 Feldern. 1, 2, 3, 4, 5. Passt auf, wir machen hier unten beim 6. Essen. Kann ich mal den Abstand hin? So. Das schaut doch ganz gut aus. Dann können wir mal schauen, was noch wo übrig ist.
Ich glaube, ich hole auch tatsächlich erstmal eins. Vielleicht ist dann hoch, weil es tatsächlich nach unten liegt. Und schaut gar nicht schlecht aus. Dafür, dass es so chaotisch wird. Zwei, aber das andere hat immer nur geladen. Es lädt immer noch. Ich glaube, das nervt mich. Nervt mich jetzt schon. Oh Gott, dabei habe ich es erst neu. Ich bin aber technisch, ich brauche immer eine ganze Weile, bis das bei mir alles funktioniert, weil ich immer irgendwie was falsch mache. Aber angeblich wäre das so super und das wäre so super einfach. Und ich wollte meine ganze digitale Planung anmachen, aber wenn ich dann eine halbe Stunde warten muss, bis ich was eintragen kann, das nervt mich ja dann. Ach, das liegt aber, glaube ich, wirklich an meinem Handy. An meinem Handy ist auch schon. Meinem Tablet. Vielleicht sollte ich es mal übers Handy probieren. Aber dann kann ich es euch nicht zeigen. Das wäre auch doof. Mal gucken. Irgendeine Lösung werde ich finden. So, wie gesagt, ich schreibe jetzt da einfach mal Lebensmittel hin. Ich übertrage das dann gleich mit euch, wenn ich es geholt habe. Weil das möchte ich schon, dass es das erste bleibt. Juhu, es ist zurück. Vielleicht können wir das auch so tappen. Oh, jetzt war ich ganz doof. Da war ich jetzt aber gerade selber schuld. Jetzt habe ich mich so gefreut und habe euren Bildschirm aus Versehen ausgemacht. Naja, solche Sachen passieren. So. Auto. Ach so. Auto brauchen wir noch gar nicht. Wir fangen erstmal mit dem Restaurant an. Ta-da-da-da, wir schauen mal rein. Oh, es ist noch was drin. Nicht viel, aber es ist noch was drin. Ich nehme das mal kurz hier raus. Nee, da sind aber keine 17 Euro drin. Das kann ich gleich, oder? Ah, das sind 5. 5, doch, stimmt. Das sind 17 Euro und eins sind noch drin. Tatsächlich. Das heißt aber auch, dass das in Ordnung so war. Ich nehme jetzt mal einen gelben Stift und male mir das mal so an, dass ich damit überlebt habe. Obwohl es keine 50 Euro waren, jeder. Doch, 23. Ja, genau. Also, es ist noch was übrig und damit hat sich das gut. 17 Euro und 1. 17 Euro und 1 ist noch übrig. Restaurant. Restaurante. Altbestand. 17 Euro und 1. Befüllmenge 50, wie immer. Das können wir übrigens bei den Lebensmitteln auch schon mal hinschreiben. Da sollen auch immer 50 drin sein. So, dann können wir das erstmal zurücklegen. Das will ich in Versuchung kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten zwei oder dreimal dann tatsächlich auch nichts mehr gegessen auswärts, einfach um mir das Geld zu sparen. Und ich war irgendwie der Meinung, dass auch nichts mehr drin ist. So, das heißt, es müssen neu bestafft werden. 32,99 € für diesen Monat. Oh, jetzt habe ich es falsch rumgeschrieben. Nee. Naja. Ach, herrje. Nicht schlimm. So kann man es auch machen. Das ist das, was drin ist. Wie schreibe ich das denn jetzt am besten hin? 5. Ich habe ja 6 Zeilen. Dann kann ich es hier nochmal kurz notieren mit Altbestand. Soll. Und haben oder ist. Ist. Na? Genau. Nein, nicht ist. Dazu eigentlich.
dazu. Das muss dazu. Das muss noch befüllt werden. Genau. Und hier kann man dann Rest hinschreiben. Genau. So, jetzt haben wir es aber ganz verdeutscht hier. Jo. So passt das doch jetzt. Oh. Jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt. Bei den Katzen. Da hatte sich ja auch einiges getan, aber es hatte sich auch einiges in die andere Richtung getan. Im Moment, das sind jetzt zwei Spiegel dazwischen. Da bin ich gespannt, was rauskommt. So, da haben wir 679,02. Oh. 679,02 plus 677,19. So. Tada, wo liegen wir? Ah, da wollten wir hin. Also wir haben es nicht ganz geschafft, sind aber trotzdem weniger wie da. Das heißt, hier machen wir ein X hin. Nöt. Ich hatte aber auch einen sehr schlechten Auszahlungsmonat, muss ich sagen. Ich höre den kleinen Geist schon wieder laufen. So, das heißt Katze. Mein kleiner Geist, also der macht wirklich einen Geist. Wir haben gestern im Bettlaken ein altes genommen, Löcher reingeschnitten. Jetzt geistert er natürlich die ganze Nacht durch die Gegend. So, jetzt rechnen wir erstmal die Differenz aus, was uns hierzu noch gefehlt hätte. 8,66 Euro. Das hält sich tatsächlich noch im Rahmen, würde ich jetzt als Spiel abhängig gestalten. Das heißt, wir hatten jetzt hier ja auch relativ geringe Beträge beim Schneckenhäuschen hier. Und manchmal hat man tatsächlich auch bei diesem anderen Spiel ein bisschen Pech gehabt. Das heißt, wenn da vielleicht bei diesem High Fly wir dann am Ziel sind und ein anderes Spiel reinkommt, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Bestaffungspotenzial und kommen dann wieder auf die 50 Euro. Das würde ich jetzt erstmal nicht ändern, das würde ich jetzt mal so lassen. Gerade weil ich einfach auch im Moment, wie sagt man dazu, diese finanzielle Flaute habe oder Lücke habe im Moment und die würde ich dann einfach so stehen lassen. So, bei dem war es tatsächlich so, dass wir die erreicht haben. Die Summe. Wobei ich es da nicht aufgeführt hatte komplett, aber wir hatten sie erreicht, das weiß ich. Und wir haben auch noch einen Restbetrag drin. Nicht viel, aber etwas. Jetzt muss ich mal gucken, ich hatte nämlich hier hinten schon wärmer. 5, 7, 6, 8, 30, das stimmt nicht. 8,85 Euro ist der korrekte Betrag. 8,85 Euro haben wir dran. So. Ja, heute ist den 30.10., aber ihr bekommt es erst am 31. Deswegen habe ich euch schon Halloween, Happy Halloween gewünscht. Weil ich natürlich wusste, dass ihr es erst morgen bekommt. Weil, wie ihr merkt, bei mir immer noch mein Kind durch die Gegend geistert und das irgendwie nicht funktioniert. Heute. So, also Haushalt. Ach so, bei den Katzen muss man noch reinschreiben, was wir wollten. Hier sind es tatsächlich immer 150 Euro, wo wir drin haben wollen. Oh, das ist ein Batzen, ey. Also 150 minus 8,85 Euro. So, dann haben wir 141,15 Euro. So, bei den Katzen versuchen wir immer 50 Euro reinzubekommen. Das machen wir natürlich auch gleich. Das sind
Ja, das sind dann einfach, da brauchen wir nicht viel rechnen, dann wären das hier 1.306,36 Euro. Das wäre das Ziel, dass das eben rauskommt. Wobei dazu ja dann auch nicht stimmt, ne? Aber egal, ich weiß, wie es gemeint ist. Das sollte zumindest mal rauskommen. Dann schauen wir mal weiter. Ah, Versicherung. Ganz spannendes Thema. Da kamen jetzt ja schon ein paar Zuschriften auch von meiner lieben Sylvie. Schreibt sie immer auf Kürzen, dass man das doch einfach auffüllen könnte. Ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen aufgefüllt. Und ja, ich habe tatsächlich noch ein paar Töpfe im Petto, die jetzt nicht gebraucht werden, die gut gefüllt sind. Also keine Sorge, ich werde nicht ins Minus geraten mit der Versicherung, auch wenn jetzt die Summe nicht ganz stimmt. Wobei ich dann auch der Meinung bin, wir könnten, wenn die Summe noch nicht ganz stimmt oder zumindest vielleicht ein Teil davon stimmt, oh, raus. Vielleicht schaffen wir es ja wenigstens den September zu ergänzen, wobei ich das nicht glaube. Nein. Genau. Wir sind jetzt bei 117,19 €. Jetzt will ich gerade mal gucken. Und zwar, jetzt muss ich selber erst mal gucken, wo das stand. Dadurch, dass ich das alles so querbeet durcheinander habe. März, August. Der September ist natürlich irgendwo zwischendrin. Juli, Februar, ach du meine Güte. Januar, Dezember, November. Na, wo bist du, September? Ziemlich weit vorne wahrscheinlich. Oktober? Das ist der falsche Oktober. September. Das war der allererste September. Oh, krass. Ich mir das jetzt so angucke, na ey, das ist ja schon ganz schön viel passiert. Meine Güte, Leute, wo habe ich den hin? Verrückt, ich finde nicht. Nochmal. Spiele, Spartöpfe. Das gibt es doch gar nicht. Das sollte er können. Hier ist er doch. So, dann lasst uns doch mal ganz kurz schauen. 119, 34. Haben wir nicht geschafft. Okay, wir hängen jetzt 3 Monate hinterher. Das ist natürlich nicht schön. Da müssen wir natürlich jetzt mal was machen. Ich würde tatsächlich, weil ich es ja wirklich echt gerne möchte, ich bin ja immer noch der Meinung, ich schaffe das auch nur mit Sparspielen. Ich würde noch mal 2 Sparspiele dazu nehmen. Natürlich füllt sich der Ordner dann irgendwann nur mit Sparspielen. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnig ist. Man bräuchte einfach was Höherpreisiges an Sparspielen. Also wir machen jetzt mal hier noch das mit rein. Das sind jetzt auch noch mal 15 Euro und so. Also ich denke, das ist ganz gut. Da kriegen wir noch mal ein bisschen was mit reingepfeffert. Und wir hängen einfach noch mal, weil es so viel Spaß macht. Noch ein weiteres mit dazu, das heißt 2 Spiele mehr. Und zwar unser Weihnachtsspiel. Und ihr seht, die Tüte ist kaputt, damit wandert sie natürlich auch in den Müll, was natürlich schade ist. So, unser Weihnachtsspiel kommt noch mit rein. Ich freue mich ja irgendwie, dass es mit reinkommt. Für die Versicherung. Oh, ich sehe gerade, da sind immer noch 3 Spiele, die müssen wir noch drin lassen. Hier habe ich auch einen ganz süßen Würfel und einen. Mein Knetchen natürlich hier mit dem Cookie, den machen wir natürlich drauf. Guck mal. Start. Ist hier unten. Und zack.
Die legen wir jetzt zu der Versicherung mit rein. Das sind die Lose, die es dazu gibt. Und dann heften wir uns das mal mit rein und hoffen, dass es jetzt von der Sparspielmenge endlich reicht. Ich werde mir aber, weil mir das jetzt echt viele Sparspiele sind, ich glaube, werde mir noch einen zweiten Versicherungsordner einfach mal hinten dran klippen. Weil das sonst zu dick wird. Da kriegen wir die Finanzen nicht mehr rein. Dann machen wir das Geld für die Versicherung, machen wir separat. Das machen wir mal da rein. Genau. Achso, ich wollte es noch nachzählen. Stopp, bevor wir es reintun. Ja, wir machen da lieber noch einen Zusatz rein, damit das nicht so dick ist. Dann haben wir hier vorne zwar nur die Spiele drin und hier das Geld. Und dann tue ich hier die Beine dazu. So, jetzt müsste es aber hinhauen, hoffe ich. Das waren ja jetzt 2 Monate so ein bisschen wie eine Experimentierphase quasi. Ich tue die noch mal kurz in den kaputten Umschlag rein. Beziehungsweise ist der noch ganz... Nee, der ist auch kaputt, schade. Aber gut, das reicht noch. Das sind ja noch 3 Spiele. Das waren auch schon angefangene Spiele, wie ihr gesehen habt. Ne? Hier das Sparen. Und hier war noch ein Malen nach Zahlen. Die kommen natürlich noch dran, die Spielchen. Und ich werde tatsächlich... weil da so gar kein Bild vorne dran ist, das Merry Christmas vorne dran tun. Und ich weiß ja, dass das meine Versicherungsgeld ist. Beziehungsweise kann man das ja auch nochmal, da steht es ja drauf. Also wir haben den September nicht geschafft, wir haben den Oktober nicht geschafft und jetzt hoffen wir natürlich auf den November, dass wir da jetzt richtig kalkuliert haben und dass es dann funktioniert. Schauen wir mal. Wir rechnen aber auf jeden Fall nochmal durch. Vielleicht haben wir uns auch verrechnet und ziehen nochmal durch. 100, 50, 70, 80, 90, 100, 110, 115, 120 und damit haben wir den September. 121, 2, 4, 6, 8, 121, 19 sind es tatsächlich. Also es ist verrechnet worden, 30.10. 121, 90, damit haben wir den September aber geschafft. Gut, zwar nicht den Oktober, aber der September ist aufgeholt. Aber wir haben ja jetzt noch mehr Sparspiele drin. Das heißt, wir bleiben an einem Ort und spielen bestimmt 5 Sparspiele. Wahnsinn! Boah, ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Das ist einfach nur ein Tasting jetzt gerade, so ein Austesten. Das macht irgendwie ein bisschen Spaß. Bin gespannt. Ja, jetzt bin ich doch ein bisschen stolz, dass es nicht ganz so verkehrt war, sondern doch schon so in die Richtung gelaufen ist, wie ich es mir gedacht habe. Also es ist gar nicht so schlimm. Man müsste es jetzt nur noch übertragen, das wäre ganz gut. Was hatte ich jetzt gesagt? 121,19. Ja, also irgendwie bin ich ein bisschen glücklich, dass es doch nicht ganz so dramatisch ist. Genau, 121,90. 121,90. So, und damit kommen wir jetzt in September hier. Als Bestuffed angeben. Wo war er dann? Der war doch hier irgendwo. War doch hier irgendwo. Da ist er doch. Genau. So. Sehe sogar mehr wie der September. Sehr gut. Also es war nicht ganz verkehrt. Das ist doch schon mal was. So, ich übertrage jetzt hier nochmal. Das, was wir jetzt schon gemacht haben, zum Euro 1, Katze, muss 1, 3, 5, 6,63, Haushalt,
8,85 € und dann hatten wir die Versicherung mit 121,80 €. Genau. Jetzt fehlen uns noch die Lebensmittel. Das muss ich tatsächlich erstmal holen. Und dann schauen wir uns den Rest an. Bin gespannt. Die Tabelle wurde leider nicht bespart, was sehr schade ist, aber sie fliegt raus. Ja, also den Monat war wirklich, wie gesagt, ein sehr, nicht sehr guter Monat. Aber es kann nicht immer positiv sein. So, ihr Lieben, hier ist mein Lebensmittelordner. Ach, ich sehe gerade. Das muss ich gerade noch raus tun. Das sind noch 4 Euro von meinem Mann. Wobei das hier, glaube ich, was für ein Johannes ist. Das lassen wir gleich mal hier. So. Ich glaube, da sind tatsächlich auch nicht mehr so viel drin. Wir legen es mal hierher, dass ihr es seht. Puh, ich bin ein bisschen außer Atem, weil ich gerade runtergerannt bin. So, genau. Das sind noch 5 Euro. 5,61 Euro sind da noch drin. 5,61 Euro. 5,61 Euro. Oh, die 6 kann man nicht gut lesen. 5,61 Euro. Ich tue es jetzt erstmal ganz kurz hier rein, bevor wir es übertragen. Dann übertragen wir es auf unser November. Wieder hier 5,61 Euro. 50 sollen drin sein. 5,61 Euro minus 50. So, 44,93 Euro müssen da rein. Gut. 1, 2, 3, 4. Da fehlen die Kinder, glaube ich, noch, ne? Nee, was habe ich denn jetzt vergessen? Die Versicherung habe ich noch nicht hingeschrieben. Ha! Ich wusste es doch. Irgendwas hat gefehlt. So, das waren 121,98 Euro. 121,98 Euro. Was ist schon da? Es. Wartet mal, wie viel muss da jetzt jeden Monat noch mal rein? Paar 60 Euro. Rate monatlich 39 Euro. So 159,12 wären es ja gewesen. Plus die 39,87. So, da müssten jetzt drin sein 190. Jawohl. Jetzt muss natürlich. Ach, das hätte ich ja gleich lassen können, ne? Minus 121,89. So, da müssen dann den Monat 76,92 Euro rein. Gut. Sehr schön. Das freut mich und das heißt aber auch, wir können gleich loslegen und weitermachen. Loslegen und weitermachen heißt gleich, es gab nochmal eine Veränderung und zwar im Autobereich. Ihr wisst ja, ich hatte es ja schon erwähnt, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr im Angestelltenverhältnis bin, bekomme ich natürlich auch nicht mehr diese Tankgutscheine. Ich habe die tatsächlich jetzt alle aufgebraucht und habe auch schon zum ersten Mal getankt. Und habe aber diesmal richtig vollgetankt, also nicht auf die Gutscheinmenge, wie ich sonst immer gemacht habe. Und habe festgestellt, dass das ein ganzer Batzen ist, was da reingeht. Und deswegen habe ich 2 Zusatzspiele mit reingelegt. Hier in die Dauer-Challenge, die sowieso noch drin ist. Und eben hier
Eine 10-Euro-Challenge habe ich da draus gemacht. Drei Zusatzspiele tatsächlich. Ne, zwei. Ach, das ist noch. Guck mal, da ist noch ein Cheat drin. Den tun wir mal raus. 10 Euro. Und hier sind es verschiedene Summen. Da muss man Wörter suchen. Ja, ist auch wieder aus dieser. Ja, wie sagt man, ist diese Weihnachtskollektion. Und ich fand das ganz niedlich. So vom insgesamten Betrag her. Ich habe tatsächlich für 82,05 Euro getankt und habe es aber aus der Rente raus. Und mir fehlen da jetzt auch noch 23,50 Euro, die da wieder rein müssen. Bin da also jetzt auch im Minus. Schreiben wir jetzt auch hin. 23,50 Euro. Dementsprechend muss ich natürlich auch schauen, dass ich nicht ganz so viel fahre, was im Moment sehr schwierig ist, weil bei uns schon sehr schlechtes Wetter ist. Und ich da nicht so gerne laufe, ich sag's wie es ist. Und ich immer sehr zeitknapp bin, einfach. Jetzt machen wir erstmal hier schön, ne, würde ich sagen. So, mal gucken. Haben wir hier vielleicht Games oder sowas? Auf diesem tollen. Gifts könnte man nehmen, Geschenke. Wir schenken unseren Spielen mal was. So. Machen wir es doch mal so. Ist doch auch mal ganz süß. Man kann das ja auch immer wieder anders dann nennen. Wie man möchte. Oh! Das reicht nicht sehr lange. Das reicht jetzt noch bis zur Hälfte. Dann müssen wir das gerade mal hier so ein bisschen abmachen. So. Schade. Das wäre noch so viel gewesen. Das hätte locker noch gereicht. Naja. Nicht schlimm, wir haben ja noch andere schöne. Wir haben ja noch dieses, zum Beispiel, das finde ich auch ganz toll, hier mit diesen Wellen. Allerdings habe ich festgestellt, wenn die so ein bisschen glitzerig sind, dann haben die so eine ganz leichte Klebetransparenz nur. Also es ist nicht so wie die aus Papier. Also wisst ihr, was ich meine? Ich kann es gar nicht beschreiben. Und du kannst die natürlich auch nicht, was auch ein bisschen schade ist, du kannst die nicht, danke. Ich habe wie so eine Sprachlücke gerade. Du kannst die nicht abreißen. Du kannst die nur abschneiden. Was aber auch nicht schlimm ist. So, dann nehmen wir aber jetzt noch das Lila da dazu. Jetzt muss ich gerade mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Streifen hatte ich dahin gemacht. Na ja, das ist ganz schön viel. So viel brauchen wir vielleicht nicht. Wir gucken mal. Wir fangen mal hier an. 1. Man braucht tatsächlich auch nicht so viel Platz. Na? Natürlich muss man übertragen, ist wichtig. Oh. So. Meine Lieben, ich habe mal auf diesen, da gibt es so Kanalauswertungen, ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, einige von euch hundertprozentig, andere mit Sicherheit nicht, da gibt es Auswertungen, ob mehr Männer oder mehr Frauen eben den Kanal gucken und welches Alter und es gibt, ach Gott, es gibt so viele Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich habe festgestellt, dass sehr viele Frauen diesen Kanal gucken. Das freut mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will ich nicht diskriminierend sein. Ist es für Männer nicht spannend, so ein Thema? Ja gut, das Basteln vielleicht weniger, weiß ich nicht. Könnt ihr euch mal äußern? Die männliche Spezies. Ich unterhalte mich, glaube ich, auch gefühlt nur mit Frauen. Aber ich mag euch alle total gerne. Ich bin immer sehr, 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 sehr glücklich, wenn ihr schreibt. Und ich freue mich immer, wenn meine treuen Seelen sich melden. Ich warte immer regelrecht schon drauf. Ich denke mir immer, ah! Juhu, wir sind wieder da. Ein bisschen crazy manchmal, ne? Oh, so, hi. Es wird ja noch lustiger. Guckt mal, jetzt wird's echt strange.
Jetzt habe ich einen Dinosaurier gezogen und einen Eisbär. Das passt ja so gar nicht. Der Eisbär passt auch überhaupt nicht hin, wenn ich ehrlich bin. Den lege ich mal zur Seite. Der kommt irgendwann später mal dran. Aber so einen Dino kann ich mit drauf machen. Der passt von der Höhe. Kann das mal wieder in den Müll schmeißen. So, dann gucken wir mal. Ziehen wir lieber nochmal eine Runde. Bitte kein Eisbär. Nein, ein... ja, das passt jetzt natürlich noch weniger. Känguru und Bär und... Ja, nehmen wir den Bären. So, machen wir hier mal ein bisschen. Und das Känguru befreien wir auch mal. So, wie ihr seht, bin ich momentan wieder bei der anderen Aufkleberbox. Ich habe ja verschiedene, ich habe ja zwei Stück. Ich habe ja eine hier zu Hause. Ich bin ja im Moment zu Hause. Das seht ihr auch meistens an den Unterlagen. Und ja, an den Störungsfaktoren. Genau. Die im Studio natürlich in der Form nicht auftreten. Aber so ist das halt. So, wir fangen wieder mal an hier mit den Lebensmitteln. Reicht ja eigentlich auch, ne? Genau. Wir machen hier wieder unseren Ist-Bestand und fangen dann hinten an zu spielen. Und das letzte Feld nehmen wir dann wieder für den Bestand, der dann daraus entstanden ist. Der Restbestand sozusagen. Der Ist-Bestand bei den Lebensmitteln ist ja im Moment 5,61 Euro. Das ist das, was ich noch besitze. So, dann kommt tatsächlich das Auto. Und da hatten wir ja schon reingeschrieben, minus 23,50 Euro. Das heißt, hier muss auch aufgespart werden. So, als nächstes nach dem Auto kommt das Restaurant. Oh, und schon kommt mein Kind. Moment. Stehen wahrscheinlich. Hi, jetzt ist es mir wieder ausgegangen. Einige von euch, ja, warum es im Moment so schwierig ist, Videos zu machen. Und es auch manchmal ein bisschen chaotische Videos sind. Ja, weil ich diese Unterbrechung einfach nicht wegplanen kann und nicht möchte. Nicht wegplanen möchte auch. Wenn er dann kommt und knuddeln will, dann knuddeln wir mal kurz. So. Gut. So machen wir das. So, jetzt kommt wieder ein Feld, wo ich auch sehr gespannt bin, dass da jetzt rausgekommen ist. Und zwar bei den Kindern. Die Kinder sind immer so eine Sache, da ist ja immer sehr, sehr viel. So, da hatten wir ja auch in unserem Download noch was eingetragen, was wir noch nachtragen wollten. Und zwar waren das ja die 30 Euro von... der Bank. Jetzt muss ich nur gerade mal gucken. Hier ist die Bank. Die habe ich tatsächlich hier. So, das waren 109,74 Euro minus 30. Plus 30 in dem Fall. So, dann sind es minus 139,74 für die Bank. Genau, so. Die können wir gleich mal stehen lassen. Dann haben wir bei den Spielen haben wir 80,71 Euro. Bank hatten wir gerade. Lebensmittel 12,65 Euro. Und bei der Rente haben wir noch 9,65 Euro. So, dann sind wir bei den Kindern. Oh. Massiv ins Minus geraten. Über 50 Euro mehr. Alles klar. Gut, da ist Nikolaus und Weihnachten schon dabei. Ich muss ein bisschen leise sprechen. Aber trotzdem ist das schon wieder was, wo ich auch sagen würde, da tun wir jetzt auch nochmal zwei Spiele dazu. Moment, was habe ich? Ja, zwei Spiele, würde ich sagen. Und da haben wir einmal ein Happy New Year Spiel. Oh, und da fällt es schon raus. Und das Malen nach Zahlen. So.
Und damit hoffe ich tatsächlich, dass das auch weniger wird. Da sind jetzt auch schon sehr viele Spiele drin bei den Kindern, aber immer wenn es sich in die Höhe steigert, heißt das für mich, da müssen Spiele rein. Gut, jetzt übertragen wir die Kinder natürlich hierher. Mein Kuli mal aufmachen. So, minus 2, 4, 2, 7, 5. Perfekt. Next one sind unsere Katzen. Da hat es ja funktioniert. Tatsächlich, da ist ja weniger geworden. Da brauchen wir jetzt nichts dazu geben. Obwohl das auch noch eine große Summe ist, die da wirklich weg muss. Aber das kriege ich schon. So, das nächste ist Urlaub. Da bin ich mal gespannt, weil da weiß ich selber jetzt gar nicht, was sich da jetzt Schönes angesammelt hat. Ah, stopp, da ist der Cheat außen. Muss ich jetzt gerade mal schauen. Der ist ein bisschen schwierig zu lesen. 21,50 Euro sind da schon dran. Das ist nicht schlecht. So. Das ist zum Beispiel ein Topf, da weiß ich, der ist für nächstes Jahr, ja, übernächstes Jahr. Sollten alle Stricke reißen und ich bis zum gewissen Limit die Versicherung nicht erreichen, kann ich den Betrag, der da drin ist, getrost auch erstmal in die Versicherung setzen. Ne? Das sind solche Sachen. Oder die Restbeträge könnte man jetzt rein theoretisch auch in die Versicherung setzen. Man könnte die unbestimmten Spiele in die Versicherung setzen. Überall, sag ich mal, wo ein Restbestand ist, könnte man in die Versicherung setzen. Die Wünsche könnte man in Versicherung setzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man, sag ich mal, minimieren könnte, auch Dekoration oder sowas, wo man sagen könnte, okay, man bespart erstmal das, was wichtig ist. Ne? Das könnt ihr aber gestalten, wie ihr wollt. Ich möchte es gerne erst nochmal so weiterlaufen lassen, weil mein Prinzipziel ja erstmal war, dass es mit den Spielen so bestufft wird, dass es eben dahin kommt. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. So, das nächste ist Haushalt. So, beim Haushalt hatten wir es schon geschrieben. 8,85 Euro, 85, Entschuldigung. So, nächstes ist das Wünsche, was ich gesagt hatte. Da haben wir natürlich noch nichts geschrieben. Da schauen wir jetzt auch mal rein, wie viel da drin ist. Bei den Wünschen ist es nämlich auch gar nicht so wenig. Ne? Tun wir mal gleich mal alles raus. Das soll ja tatsächlich irgendwann mal für einen Freizeittag sein. Wobei da noch ein weiter Weg ist. Zack. So, 74,12 Euro stimmt. Betragen wir gleich mal. 74,12 Euro. 74,12 Euro. Zumachen. Gut, dann tun wir das wieder rein. So, das wäre jetzt zum Beispiel auch schon fast der Betrag, der hier jetzt fehlt. Ne, also keine Sorge, ich wollte euch nur sagen, es ist alles gut. Es ist alles nicht so, dass ich jetzt in Panik verfallen müsste. Deswegen kann ich getrost auch erstmal das Ganze so weitermachen und gucken, wie weit ich da eben weiterkomme. So, dann kommt natürlich die Versicherung. Und da hatten wir ja 121 Euro und 98. 1, 2, 3, 4, 5 Runden. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Moment. Ich bräuchte tatsächlich... Hm.
muss mal überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Ich würde. Doch, nee, wir lassen es weiter. Wir machen weiter. Wir machen weiter, weil nämlich da hinten auch noch Minuskisten sind. Geschenke, Kleidung, Gesundheit und sowas. Außerdem kommt jetzt auch der Friseur. Aber wir könnten, und das könnten wir jetzt auch machen, wir basteln jetzt hinten den Teil noch zusammen, machen die noch voll und bestaffen aber mal nur den vorderen Teil, um hier diese Minusbeträge erstmal rauszubekommen und die Töpfe zu füllen. Und zwar nur mit dem Geld, was jetzt von der Kasse sowieso übrig ist. Das ist ja nicht allzu viel, das sind ja nur 151,80 €. Ich habe sie tatsächlich auch schon hier liegen. Würde euch dazu aber dann nochmal ein separates Video machen. Das heißt, ich mache jetzt mit euch noch einmal die andere Seite. Wir machen es wie hier, dass wir einfach ein Washi kleben und die Spalten machen noch so ein bisschen schön Design. Und dann, denke ich, werden wir das mal ausprobieren. Dass wir die 5 Spalten einmal voll bestaffen von diesen Spielen und dann erst gucken, eigentlich könnte man das ja auch immer warten. Wisst ihr was? Ich mach's einfach. Ich warte. Wir lassen die November-Seite erstmal so. Hört sich total bescheuert an und ich weiß auch, dass ich es vielleicht ganz furchtbar finde. Ich mache hier eine Grenze hin und zwar nach der Versicherung. Oh Gott, ich weiß, ich bereue es vielleicht jetzt schon. Aber nur vielleicht. So, ich habe ja hier immer mein Lesezeichen. Das kennt ihr ja alle. Das werde ich mir jetzt hier reinlegen. Und das heißt, bis hierher. Nee, wir machen das noch einmal so. Das ist ja dieses Spiel, wo alle Töpfe bespart werden können. Das heißt, die anderen Töpfe haben dann doch noch eine Chance, vielleicht eventuell irgendwie noch bespart zu werden. Dieses Spiel spielen wir auf jeden Fall noch mit. Genau, wir machen bis hierher. Das ist die Grenze. Und so werden die Töpfe bestafft. Und für Stuffing drehe ich euch aber jetzt dann nochmal ein anderes Video. Was sagt ihr dazu? Also ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin gespannt. Das heißt natürlich auch, dass dieses Video nicht ganz so lang ist, wie es sonst ist. Aber dafür sehen wir uns dann in ein paar Tagen natürlich. Ihr wisst ja, ich versetze die zeitlich bald wieder. Und vielleicht können wir das Tüten sparen dann auch. Dann können wir die Tüte gut entdecken. Ich habe auch schon den nächsten... Na, wo habe ich denn? Das wollte ich euch zeigen. Hier, der nächste Topf ist schon voll und da ist tatsächlich ein Winterfee mit drin. Ich bin gespannt. Oh, wir könnten es aber damit reintun, tatsächlich. Das angefangene Küken sparen. Dann müsste ich nicht immer diese kaputte Tüte nehmen. Ich komme jetzt einfach vorne dran. Ihr wisst ja, ich mache immer der Reihe nach. So. So, ja, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, sehen wir uns bald wieder. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid. Es ist ein bisschen ein anderes Video. Und ich werde natürlich jetzt noch einmal versuchen, dieses Ding digital zu laden. Und hoffe, dass es funktioniert, dass ich das noch übertragen kann. Da hört ihr schon, da kommt der nächste Tiger. Und wir beschmust werden, aber heute machen wir das mal nicht. Heute machen wir mal Videos. Genau, die beschmusen später. Außerdem habe ich schon mit dem geschmust, meinem Sohn zusammen. Für den ist übrigens noch das 2-Euro-Stück. Das tue ich wieder in das Säckchen rein. Ich habe auch mal ein blaues Säckchen gehabt. Das ist irgendwie verschollen. Wahrscheinlich hat das behalten. Muss immer vorsichtig sein. Die Sachen verschwinden manchmal, wenn man Kinder hat. So ist das eben. Gut, dann machen wir das so. Ich freue mich jetzt dann gleich, euch wiederzusehen. Und wir werden den November genießen und gucken, dass wir die Pötte hier mal ein bisschen voller bekommen.
Wir besparen tatsächlich jetzt diese 5 Runden. 1, 2, 3, 4, 5 Runden. Gucken aufs Endergebnis. Und dann können wir auf der Seite nochmal anfangen, können nochmal die ganzen Pötte zum Beispiel, die im Minus sind, reinhauen. Oder wo ich weiß, okay, die brauche ich jetzt dann. Genau, so würde ich das jetzt einfach erstmal machen, dass wir da jetzt mal in die Gänge kommen. Irgendwie bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es funktioniert. Ja, wir machen es einfach. Ich habe ja neue Spiele reingemacht. Das wird bestimmt spannend. Ich freue mich. Bis gleich. Hab euch alle lieb. Vergesst nicht, Abo drücken und nee, Moment, andersrum. Doch, Abo, abonnieren und Glocke drücken. Vielleicht hätte ich es vorher sagen sollen. Bis dann, macht's gut, ciao. Thank you.